Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2. Ein bisschen News und ganz viel zu Hüterspielen 2024. Wie man sieht hier hinten, die Banner, der Jäger gewinnt schon wieder anscheinend. Aber jetzt mal kleine News, die Einsiedlerspinne soll noch wiederkommen. Zu einem großen Patch soll die wiederkommen vor die finale Form. Inwieweit sie das dann halt darstellt und wie man die spielen muss und so, wird sich alles noch rausstellen. Aber da gibt es halt so einen Thread bei meinem MMO, da wird so ein bisschen was beschrieben. Da werde ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil das ist alles noch nicht spruchreif. Aber die Einsiedlerspinne wurde wieder gesichtet. Eine gute MP, sagen wir es mal so. Mal gucken, was da rauskommt. Zudem Hüterspiele. Ganz viele Hüterspiele. Achso, nee, was? Na, haha. Eine Sache fehlt noch. Bei Rivens Wünsche 6, ne? Müsst ihr in die Prophezeiung gehen, wie gesagt, ne? Das ist ja natürlich ein bisschen nervig, ich weiß, aber man kriegt es trotzdem irgendwie hin. Also hier solltet ihr reingehen, am besten diese Woche noch, weil die Prophezeiung im Zyklus drin ist von den Dungeons. Dort bekommt ihr dann aber, wenn ihr es fertig habt, 2 Wunschtoken. Das habe ich nämlich auch voll übersehen gehabt. Also ich habe immer noch hier irgendwo einen Wunschtoken drin. Wo habe ich den denn? Wieso sehe ich den jetzt nicht? Naja, ein Wunschtoken, da. Ihr kriegt 2 Wunschtoken. Ihr könnt 2 Sachen dabei Mara Soft aussuchen, also macht es auf jeden Fall auch, weil lohnt sich, definitiv. Ja, und Hüterspiele, wie gesagt, holt euch auf jeden Fall den Exo, das Exo Hoverboard. Auf jeden Fall holen, das ist nämlich richtig gut. Wie gesagt, ist besser als irgendwelche Sparrows. All-Star Wackdoor, ne, habe ich ja auch schon gezeigt, wie das geht. Da müsst ihr halt eben Platin abschließen in der Dämmerung zum Beispiel. Es gibt 3 Möglichkeiten, den zu holen. Die anderen beiden Möglichkeiten aussehen, weiß ich gerade nicht, aber ihr holt auf jeden Fall das ab. Sonst, wenn ihr es nicht abgeholt habt, verschwindet halt das Transportmittel, der Hoverboard. Wenn die Hüterspiele zu Ende sind, das wäre ärgerlich, deswegen auf jeden Fall auf Exo holen, definitiv. So, das mal dazu und jetzt kommen wir zu den Hüterspielen. Ich habe noch nicht viel gespielt, habe noch nicht viel Zeit gehabt, habe halt alle viele andere Spiele am Laufen, aber das, was ich habe, hole ich jetzt hier ab. Aber zuerst nochmal kurz bei Tess. Wie gesagt, bei Tess gibt es für den Warlock, Jäger und für den Titan immer Hüterspiel-Event-Sets, nicht vergessen, ja. Zum Teil sehen die auch ganz geil aus. Zudem gibt es gerade das Galaherz-Rüstungsset. Kostet aber richtig viel Geld, ja. Einmal hier das Skaldenlied-Warlock-Paket, ja. Das ist einmal ein cooles Set hier. Kostet aber alles echt Geld, ne? Nicht vergessen, kostet echt Geld. Da müsst ihr halt gucken, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Und hier gibt es so ein Set. Da habt ihr dann auch halt Sess Ruminier oder so, ja, und dann halt natürlich hier nochmal geflügelter Wolf-Transportmittel, nochmal ein anderes Hoverboard in Galahorn-Style. Eigentlich ganz nice, eigentlich ganz nett, aber wie gesagt, kostet halt echt Geld, müsst ihr halt nochmal gucken, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Aber sonst gibt es halt die Möglichkeit, hier im Hüter-Shop definitiv für Glanzstaub das Set von dieser Season zu holen. Ja, Falkenwut-Warlock-Paket, also beim Warlock sieht es einfach so aus, eigentlich ganz stark, wie ich finde, auch bei Jäger und beim Titan sieht es schön aus, guckt euch das immer an, ja, ihr könnt natürlich auch sparen, bis zu den Hüterspielen ist das da, könnt ihr es kaufen, ist natürlich auch nicht wenig, 6000 Glanzstaub, aber dazu sei gesagt, also die anderen Seasons, die Pakete gibt es eigentlich auch noch, muss man gucken, wo die sind, da genau, von den anderen vorigen Hüterspielen von 2023, 2022 und so, gibt es hier auch noch die anderen Sets zu kaufen, wenn ihr Bock habt, nicht vergessen, auch für Glanzstaub natürlich, da müsst ihr selber gucken, aber wie gesagt, ihr könnt bei jedem Charakter, wenn ihr mehrere Charakter spielt bei Destiny 2, habt ihr halt die Möglichkeit, immer diese Beute zu gefällig zu machen, ja, die geben euch nochmal zusätzlich jeweils 200 Glanzstaub dazu, ja, also ihr solltet am besten die beiden Beutezüge immer bei jedem Charakter fertig machen. Und dann dazu noch definitiv immer die 8 Beutezüge für Zavala abgeben, Lord Shax und 5 Vagabunden. Da gibt es auch nochmal 120 Glanzstaub obendrauf. Definitiv, also garantiert 120 Glanzstaub obendrauf. Also das pro Charakter dann diese Woche, wenn ihr alles fertig gemacht habt, halt hier immer 360 Glanzstaub mit den 3 NPCs hier. Plus die 400 sind 760 Glanzstaub pro Charakter. Zudem gibt es immer noch jetzt, glaube ich, jede Woche 7 Glanzstaub geschenkt, glaube ich, von Destiny 2. Im Everversum, also immer das Geschenk abholen von Simon Glanzstaub. Da könnt ihr auch irgendwann auf die 6000 Glanzstaub kommen, um ein so ein Set zu kaufen zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu wissen, bin ich der Meinung. Und ja, jetzt machen wir weiter. Also, Hüterspiele, wie jedes Jahr, müsst ihr Herausforderungen abschließen. Einige sind schwieriger, einige nicht. Zudem müsst ihr halt immer hier unten die Anwärterkarten mitnehmen. Ja, die Aktivität, die ihr gerade spielt, nimmt eine Anwärterkarte mit. Vornehmlich vielleicht auch eine Platin-Karte, mit der ihr auch Platin-Medaillen kriegt. Sonst Goldkarten mitnehme. Es sind immer random Aufgaben drin. Die Beutezüge natürlich mitnehmen, geben immer schön EP und auch dann die gekauften hier ein bisschen Glanzstaub. Aber hier natürlich die Eventkarte nicht vergessen. Da ist natürlich, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch die verbesserte Karte kaufen. Die kostet aber, wie gesagt, 10 Euro umgerechnet. Da gibt es halt die Sachen gleich direkt garantiert, ja, wenn ihr Bock habt. Und dann müsst ihr Tickets freischalten. Und diesen Tickets könnt ihr dann hier die Sachen noch
mit der erweiterten Eventkarte noch kaufen. Deswegen meine Meinung, erstmal warten, erstmal alle Tickets freischalten. Ich schaffe es vielleicht gar nicht, alle Tickets hier oben zu bekommen, um alles hier freizuschalten. Ich kaufe die verbesserte Eventkarte sowieso nicht, weil brauche ich nicht. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, spielt erstmal, bis ihr alle Tickets freigespielt habt hier oben. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr für 10 Euro dann hier die Sachen kauft von den Hüterspielen 2024 oder nicht. Ja, das ist aber dann, wie gesagt, auch euch überlassen. So, dann haben wir hier natürlich noch Champ, ne? Nicht vergessen, müsst, wenn ihr Bock drauf habt, das zu vergolden hier. Hier gibt es noch Grand Slam, habe ich noch abgeschlossen, nehme ich mal eben mit. Dann hier einmal Ruhmeshalle hier und sterbliche Einsatzmission fehlt hier noch. Dann im Affenzahn fehlt mir hier noch und Rekordsetzer fehlt mir auch noch. Wie gesagt, ich habe noch nichts richtig gemacht, ich habe noch keine Zeit gehabt. Champ bin ich schon. Wie gesagt, Champ hängt auch damit zusammen. Nicht vergessen, wenn ihr Schwäger haben möchtet, ja, hier bei den Triumphen, Triumphsiegel, so, wenn ihr Schwäger sein möchtet, muss mal gucken, wo ist ein Schwäger jetzt hier schon wieder, da, dann müsst ihr die Hüterspiele auch auf jeden Fall erledigen, weil hier müsst ihr 16 Eventkarten eure Herausforderungen abschließen, damit ihr Hüterspiele hier das bekommt. Wenn ihr nachher alle Sachen nacheinander abgeschlossen habt, dann seid ihr auch Schwäger, ja, nicht vergessen. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, weil sonst wäre es ärgerlich, wenn euch jetzt hier die Hüterspiele noch fehlen für Schwäger und dann, ja, guckt ihr doof aus der Wäsche, wenn ihr es nicht fertig gekriegt habt. Ich habe es trotzdem schon fertig. So, ja, die Herausforderungen. Alles oder nichts, ne? Verdient durch Aktivitätsabschlüsse ein Medaillon und gibt es für Prämien und Klassenpunkte am Podium im Turm ab. Schon erledigt. Silber, gibt Medaillons am Podium im Turm ab, um mit Punkten zum Ansehen deiner Klasse beizutragen. Höherrangige Medaillons gewähren mehr Punkte. Ich habe erst 9%. Ja, da, wenn er es abschießt, kriegt er aber auch direkt eine Medaille. Dann Bronze, da auch Medaillen abgeben. Und dann hier Gold, natürlich auch Medaillen abgeben. Aber da bin ich noch ganz am Anfang. Das dauert noch ewig und 3 Tage. Hier das gleiche nochmal. Auch wieder Punkte abgeben. Da gibt es aber immer Loot, ja. Wie man sieht, hier gibt es immer Loot. Hier gibt es Goldmedaillen, das Event-Ticket. Hier gibt es Goldmedaille, Event-Ticket mit dem Emblem. Ja, hier gibt es das Emblem gleichzeitig dazu. Also das Abzeichen, wie man sieht. Hier Verbesserungsprisma, natürlich dann auch Bungie Premium Code gibt es hier, wenn ihr es abschließt. Hier gibt es einen Preisträger, einmal Shader, Entschuldigung. Und das steht immer dabei. Verdiene Fohlenmedaillen hier, da gibt es die Terra Zoppos Upgrade-Modul dazu. Ja, verdiene Fohlenmedaillen. In den Karten schieße Anwärter und Platinkarten ab, die du bei Eva erhalten kannst. Ja, das ist auch hier 15 Stück abschließen. Da gibt es ein Goldmedaillen, Event-Ticket plus Verbesserungskerne. Das habe ich schon erledigt. Besiege Feinde mit Elementarfähigkeiten oder Waffen. Verbesserungskern, Goldmedaillen, Event-Ticket. Das holen wir uns mal eben kurz ab, dass es schon mal erledigt ist. So, da gibt es natürlich auch ein bisschen Loot dann dazu. Ein Goldmedaille natürlich direkt auch. Die können wir gleich direkt abgeben. Dann haben wir hier einmal. Sorry. Besiege Ziele in Vorherrschaft-Matches oder Hüterspiele-Playlist, habe ich 100% erledigt. Gibt es eine Platin-Medaillon, nehmen wir natürlich auch mit. Ihr solltet aber darauf achten, dass euer Inventar frei ist. Ne? Wenn ihr die Sachen hier abholt, nicht vergessen, sonst verschwinden die. Ihr habt nur ein Maximum, was ihr tragen könnt an Medaillen. Ich zeige das mal eben kurz, wo war das denn? Irgendwo gab es hier eine Auflösung. Hier, das könnt ihr Maximum, das ist euer Medaillenkasten, ja? Maximum 3 Goldmedaillen, Maximum 3 Platinmedaillen könnt ihr tragen. Ihr habt noch 5 Bronzemedaillen, kann das sein? Oder ist das falsch? Kann das sein oder ist das jetzt falsch? Ich gebe die mal eben kurz ab. Moment, ich guck mal eben. Ich gebe die mal eben kurz ab, da gibt es natürlich auch wieder Loot. Wie gesagt, hier immer abgeben, ja. So. So, das müsst ihr eigentlich alle abgegeben haben. Wie gesagt, immer darauf achten, dass euer Medaillenkasten nicht voll ist. Sonst habt ihr das Problem nämlich, dass ihr dann halt keine Medaillen mehr kriegt oder die halt verschwendet sind. So war das zumindest in der Vergangenheit immer. So, jetzt ist er auch wieder leer. So, jetzt kann ich wieder weitermachen. Ne? Ist alles wieder leer. So, so ist er schön. So kann es bleiben. So, dann machen wir weiter. Moment, ich muss eben nochmal kurz bei ihm hier was löschen. Wie gesagt, ich bin halt vollgepackt bis oben hin. Ich weiß, euch nervt das auch. Mich aber auch. Mich vielleicht mehr als euch, weil ich muss damit spielen. Aber mein Tresor ist voll, meine Poststelle ist voll, ich muss mega aufpassen. So, hier bei Klamauk, Granatwerfer, was da jetzt gut ist an God Rolls oder was nicht, weiß ich gerade nicht. Da muss ich mal nachliefern. Flüchtiger Abschuss, Schnellschüsse, Hochgeschwindigkeitsgeschosse, ja, was da jetzt gut ist bei dem Granatwerfer, weiß ich diese Hüterspiele leider gerade nicht. Da muss ich bei Light.gg nochmal selber schauen. So, da habe ich jetzt auch nochmal was abgeschlossen. Hier war auch nochmal Loot, ja. Das ist schon mal schön. Man kriegt überall Loot hier. Überall kriegt man Loot, schöne Sache.
So, dann haben wir das abgeschlossen, das haben wir abgeschlossen, das haben wir genommen. So, dann haben wir hier einmal noch freundlich gesinnte Rivalität, schießt das schmerzige Gambit oder Vorherrschaftsmatches ab, 33%, da gibt es auch wieder Loot, hier wie man sieht, Klassenstolz, schieße Vorherrschaft oder Hüterspiele, Playlist-Aktivität mit Klassenspielersuche ab oder nimm an Brennpunkt-Aktivitäten teil. Weltmeisterschaftstour, schieße Aktivitäten an Zielorten wie Blinder Quell, Altäre der Sorgen, Imperiumjagd, Urquell, Teilbereich und Terminalüberladung ab. Okay, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Dann haben wir schieße Mutproben der Ewigkeit, Food Ops, Playlist-Aktivitäten oder saisonale Aktivitäten ab. Dann Signum-Sammler, verdiene Punkte in Vorherrschaft, indem du Signa von besiegten Gegnern aufsammelst. Das ist schon wieder nervig. Dann hier bereit für die Herausforderung, schieße Hüterspiele, Ops, Dämmerungen ab. 7%. Champion immer, schieße während der Hüterspiele alle Eventkarten, Herausforderungen ab. Dein Fortschritt wird am Ende des Events zurückgesetzt, natürlich. Dann haben wir das ja alles gehabt hier, dann ist das hier auch durch. Danach haben wir natürlich dann, wie gesagt, die zweite Seite, haben wir noch ein paar Sachen. Wie gesagt, ganz wichtig, den All-Star-Reif immer tragen, sonst kriegt ihr die Punkte nicht. Und hier, wie gesagt, sind die Waffen von dieser Season noch. Wir haben noch 15 Tage, 8 Stunden gerade aktuell Zeit. Das ist noch ein bisschen hin, aber auch ein bisschen wenig. Zudem nicht vergessen, es gibt halt auch Quests noch, die ich abschließen muss. Nicht vergessen, ja. Wenn ihr halt, wie gesagt, den Sparrow haben möchtet, auf Exo müsst ihr Drop-In-Quest fertig machen. Die kann ich jetzt gerade nicht mehr zeigen, glaube ich, weil die schon verschwunden ist hier. Sonst gibt es hier noch Wetteifern um die Vorherrschaft, gibt es hier einmal, ja. Und dann Schießen bringt Punkte. Habe ich einmal abgeschlossen hier. Wie gesagt, einmal mit meinem Team hier, danke nochmal ans Team, die Dämmerung gespielt. Wie Ich gesagt, kann ihr mir müsst halt die vorstellen, Champions dass und die du Majors nur dein legen. Ihr müsst Team vorher halt nicht ein aufregen Emote tanzen, lässt. so, hahaha, und dann müsst ihr den finishen. Den Champion und Majors immer finishen, sonst kriegt ihr die Punktzahl Es nicht, ja. ist Ist einfach wichtig zu wissen, sonst wunderbar, kommt ihr da wieder nicht hin. zurück zu sein. Ich Ja, habe das euch dazu. alle so sehr vermisst. So, jetzt können wir noch kurz die beiden Beutezüge mitnehmen. So, noch EP und wie gesagt, die 400 Glanzstaub ist schon mal wichtig. Wie gesagt, die Eventcard muss ich auch noch fertig machen. Was soll ich jetzt noch mal eben sagen, was wir vergessen? Achso, warte mal. Ich kann ja mal eben kurz nach Klamauk gucken, was das, was er bringen soll. Moment. Ach Mann. Das dauert eben einen kleinen Moment. Warte mal, ich muss eben gucken. Kleinen Moment. Das dauert jetzt ein bisschen. Kleinen Moment. Ich guck mal nach, ob ich es finde. Klamauk. Granatenwerfer. Godroll. Light.gg, ne? Light.gg. So. Was haben wir denn da? Da ist noch nichts angegeben, was Godroll ist. Okay. Das ist aber komisch. Da ist noch nicht bei Light.gg ist noch nicht angegeben, was Godroll ist. Gibt es ja keinen, oder was? Da steht noch nichts. Naja, das heißt erstmal alle Granatwerfer behalten. Ja, sorry, da kann ich leider gerade nicht liefern, weil ich habe da gerade nichts. Also ich weiß gerade nicht, was los ist. Komisch. So, habe ich jetzt alle Medaillen abgegeben? Ich glaube schon. So, wenn ihr halt Sachen hier abschließt, ne, gibt es dann hier diese Podium-Action. Da gibt es auch immer überall Loot, die ihr immer wieder freischaltet, wenn ihr halt Aktivitäten abschließt. Ich hatte halt, wie gesagt, Dämmung abgeschlossen, Vorherrschaft gespielt und ein paar Strikes gespielt. Und dann hast du hier halt immer noch extra Loot. Zudem, wie gesagt, ist ganz wichtig, immer hier All-Star-Rife Reif tragen, die durchgehen. Die müsst ihr vielleicht eventuell nochmal hochleveln dann hier auf Meister bringen, damit ihr halt alle Sachen einsetzen könnt. Aber wie gesagt, tragt den Reif die ganze Zeit, sonst kriegt ihr halt die Punkte nicht. Und auch keine Medaillen und so. Ihr müsst den Reif tragen. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, sonst kriegt ihr nämlich gar nichts. So, dann fangen wir eben an und sammeln mal kurz die Prämien ein. Klamauk. Klamauk. Ich muss ja kurz zur Poststelle, sorry. Ich muss eben gucken, dass ich da nicht vollgelaufen bin. Oh Mann, und das muss ich bei jedem Charakter auch so spielen. Ne? Ich habe noch zwei andere Charaktere, wie gesagt, Jäger und Titan. Und dann muss der halt auch hinterher. Ja, ich will hier nichts löschen eigentlich. Ey, das ist echt nervig. Ich will hier eigentlich nichts löschen. Ey. Da kommt. Nee, das darf ich auch nicht löschen. Das ist hier von Prophezeiung. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die Schrotflinte hier. Ah, oh, ich muss unbedingt. Ich muss unbedingt aufräumen, Leute. Ich muss unbedingt aufräumen. Uiuiuiui. Ja, und man spielt leider auch ganz viele andere Spiele, wie Modern Warfare 3. Da ist nämlich Doppel-XP-Wochenende gerade. Dann spiele ich ganz gerne Helldivers 2. Da muss ich auch noch leveln. Ich habe so viele Spiele. Dann habe ich noch Rise of the Ronin noch vorbestellt. Und zudem will ich vielleicht noch Dragon Dogma 2 noch bestellen. Also ich habe so viel zu tun eigentlich. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Zeit, ey. Also wird mir jetzt langsam ein bisschen zu voll hier mit den Sachen. Es ist gerade nicht so gut. Scout-Gewehr, da habe ich eigentlich schon eine gute Waffe, die kann ich löschen. Da habe ich schon einige behalten.
Oh ja, auf ja gut, auf Meister direkt gekriegt. Ja. Ja, wie gesagt, ich möchte ganz gerne ein paar Sachen behalten, aber ich weiß gerade nicht genau was. Ich probiere es nochmal eben das hier nochmal. Ich hole ihn auch nochmal ab hier. Klong. Alter, es gibt zu viel Loot, ey. Ja, die anderen beiden Seiten fehlen hier noch. Da fehlen noch zwei da hinten. Da habe ich noch nicht fertig gemacht. Wie gesagt, das fehlt noch. Achso, diesen goldenen Schimmer kriegt ihr halt, wenn ihr, wie gesagt, die Dämmerung auf Platin abschließt. Wie gesagt, ich habe hier so ein paar andere leuchtende Dinger an den Seiten. Aber mir fehlt hier noch Gamble und so. Das fehlt hier eben noch. Da muss ich, glaube ich, auch nochmal hinterher. Aber Loot ist abgeholt. Wie gesagt, vieles in die Poststelle gewandert. Leider, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, ich muss unbedingt, wie gesagt, irgendwann aufräumen. Sonst habe ich die A-Karte. Willkommen zurück. So, hier ist nämlich voll die Poststelle. Was mache ich jetzt? Ich würde gerne wissen, was hier Godroll ist und was nicht. Ich lösche jetzt erstmal alle, die nicht Meister sind. Ich weiß, es ist vielleicht ein Fehler, aber ich kann es gerade nicht ändern. Die kommen ja wieder nächste Woche oder so. Mal gucken. Oder auch nicht. So. Die behalte ich nochmal eben hier. Ob die jetzt gut sind, die ich hier behalte oder nicht, wie gesagt, kann ich nicht sagen. Weil ich gerade keinen Infos habe, was hier gut ist und was nicht. Aber sonst habe ich halt Pech gehabt. Also, ich sage, meine Empfehlung: behaltet erstmal alle und wartet darauf, bis dann endlich bei Live.gg das so steht, dass man halt sagen kann, das ist gut und das ist schlecht. An Perks. Aber wie gesagt, ich muss erstmal gucken. Es gibt mir nur auch nur einen Granatwerfer, weil die anderen Waffen, da habe ich schon andere Waffen. So, dann haben wir das alles abgeschlossen hier, wie gesagt. Dann können wir noch so ein bisschen Loot abholen. Wie gesagt, nochmal eben kurz hier Loot abholen. Und da oben auch nochmal eben. Also, es heißt halt, hier ist Grinden, ne? Ihr müsst halt Hüterspiele ganz, ganz viel spielen. Wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr den Hoverboard habt, könnt ihr auch viele Phasen, wie gesagt, überspringen. Das ist eigentlich auch ganz geil bei einigen Sprungpassagen. So, ihr müsst ein bisschen üben mit dem Hoverboard, aber irgendwann geht es dann auch. Es ist schon ganz geil, ne? Also, das Hoverboard ist schon ganz cool, macht Bock auf jeden Fall. Sollte man auf jeden Fall spielen und probieren. Wie gesagt, und nicht vergessen, Rivens Wünsche 6 fertig machen. Auch wenn es durch die Prophezeiung geht. Sucht ihr sonst einen Einsatztrupp, ja? Wie gesagt, sucht ihr sonst einen Einsatztrupp zusammen. Und dann macht ihr es fertig, yo. So. Ich muss auch nochmal Loot abholen. Wie gesagt, ich habe noch so viel zu spielen. Ich habe einfach keine Zeit. Zeit, 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 Zeit. Irgendwas wollte ich noch sagen. Was habe ich vergessen? Ja, die Quests abschließen. Die Rumpfsiegel fertig machen. Medaillen abgeben. Medaillen holen. Medaillenkarten mitnehmen bei den Aktivitäten, die ihr spielt. Glanzstaubbeutelzüge mit 200 Glanzstaub, die droppen, bei jedem Charakter fertig machen. Jede Woche mit dem Glanzstaub bekommt. Die Glanzstaub gratis Loot abholen bei Tests, etc. etc. Also man hat viel zu tun. So. Hier sind die oder was hier irgendwie. Naja, so, das soll es eigentlich jetzt gewesen sein. Wieso ist mein Leuchten jetzt eigentlich weg? Oh. Gut, da habe ich jetzt leuchten andere Dinger hier. Läuft. Aber sonst, ja, kann man viel spielen. Hat viel Zeit, wenn man kann viel Zeit investieren, das wollte ich ja nicht sagen. In Destiny 2. Und ja, mal gucken, wie weit ich die nächsten Videos komme. Mal gucken, ich alles geschafft habe ich jetzt nicht, wenn ich das spiele. Natürlich nicht. Ich muss so viel, 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 viel mehr spielen. Und die anderen beiden Charaktere wollen auch noch gespielt werden. Das werde ich aber alles Dienstag machen, weil Dienstag habe ich frei und dann mal gucken. So, das soll es gewesen sein. Vielleicht hat es ja ein bisschen geholfen. Wie gesagt, ihr könnt auch immer alles durchlesen. Es steht überall alles beschrieben, was man machen muss und so. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen, reingehauen, danke für den Support immer und tschüss.